In diesem Video erzähle ich euch etwas über dehnbare Stoffe, für was man sie verwenden kann und wie sie sich unterscheiden. Fangen wir mal an mit den Jerseys, wie sie die meisten wohl kennen. Da gibt es ganz verschiedene. Der eine ist ein bisschen fester und schwerer im Fall. Der eine fließt einem nur so durch die Finger und alle Variationen dazwischen. Das hier ist ein ganz stinknormaler Jersey. Lässt sich dehnen und zwar gegen den Fadenlauf am meisten. Deshalb sollte man auch immer den Fadenlauf beachten. Sonst passt am Ende das Kleidungsstück nicht. Genau, das ist ganz normaler Jersey. Dieser Jersey ist auch stinknormaler Jersey, allerdings ist der etwas fester, der ist etwas schwerer im Fall als dieser hier. Muss man dann immer mal ein bisschen fühlen und überlegen, für welche Projekte der geeignet sein könnte. Also der hier für ein T-Shirt fällt dann ein bisschen kastiger, ein bisschen steifer. Der hier fällt ein kleines bisschen fließender, aber ist auch noch ein guter Jersey zum T-Shirts nähen, alle beide. Dann hätten wir hier, das ist ein Viskose-Jersey. Der ist ein bisschen flutschiger als normaler Jersey, fällt aber sehr schön und ist im Sommer angenehm zu tragen. Der ist so ein bisschen kühl und so weiter. Auch sehr dehnbar. Im Moment liebe ich Viskose-Jerseys sehr, vor allem die Farbe ist so toll. Dann hätten wir hier Interlock. Außer die Farbe sieht man bei einem Interlock nicht, welche Seite rechts und welche links ist. Der sieht auf beiden Seiten gleich aus. Ebenfalls sehr dehnbar und ihr merkt schon, die Ränder rollen sich nicht auf. Manchmal, ich glaube, die sind jetzt gar nicht so rollig, aber manche Jerseys, die neigen dazu, sich an den Rändern dann einzurollen. Das ist ein bisschen schwierig. Dann beim Nähen muss man es immer wieder glatt streichen. Der Interlock tut das nicht. Mit diesen Stoffen kann man T-Shirts nähen, Sommerkleidung, Leggings auch mit einem etwas kräftigeren Jersey, leichte Sommerkleidchen aus Viskose-Jersey, da eignet er sich ganz prima dazu. Es gibt außerdem noch einen Romanit-Jersey, der ist wesentlich schwerer im Fall, eignet sich zum Beispiel für festere Jogginghosen oder überhaupt Hosen, für Etui-Kleider ist der toll, der ist dehnbar. Aber ist viel steifer als normale Jersey. Und mehr so für, ich sag mal, ein bisschen förmlichere Kleidung als so ein normales, fluffiges T-Shirt. Dann hätten wir hier Sweats. Da gibt es einmal den ganz normalen Winter-Sweat, Kuschel-Sweat. Der ist auf der Seite angeraut, auf der linken Seite. Ist dehnbar. Sweats sind manchmal längselastisch und manchmal quer. Da muss man ein bisschen schauen. Wenn man einen Schnitt näht, der für Jersey geeignet ist und möchte den mit einem Sweat nähen, muss man ganz besonders auf die Dehnbarkeit achten und vielleicht den Sweat um 90 Grad drehen, wenn es vom Muster her geht. Dann kann man in der Regel auch Jersey-Schnittmuster verwenden. Ansonsten lieber Sweat-Muster verwenden, weil die etwas geringere Dehnbarkeit von Sweat eben berücksichtigen und dann die Klamotten auch am Ende passen. Genau, das ist der angeraute und dann gibt es den nochmal als Sommersweat. Da sieht die linke Seite, ist ein bisschen glatter, der ist nicht angeraut, ist etwas dünner, auch dehnbar. Gleiche wie beim Sweat mit längs- und querelastisch, muss man ein bisschen aufpassen. Einfach mal dran ziehen, in welche Richtung mehr nachgibt. Dieser hier ist nämlich jetzt auch längs elastisch, also mit dem Fadenlauf. Quer dehnt er sich auch, aber nicht ganz so viel wie im Fadenlauf. Also ich habe den quer verarbeitet, also um 90 Grad gedreht, damit er nämlich bequemer ist. Die Sweats und Jerseys gibt es auch noch als Modal. Da sind sie ein bisschen weicher an der Oberfläche, haben einen leichten Glanz, aber nicht viel und sind ein bisschen schicker noch. Habe ich jetzt aber gerade kein Stück gefunden. Genau. Jersey, Sweat. Die sehen gut aus mit Bündchen. Für ein Hoodie oder für ein T-Shirt oder Babyshirt oder was auch immer kann man gut Bündchen verwenden. Das gibt es einmal als Schlauchware oder es gibt schon so fertige Stücke, die man dann für Ärmel oder Saum nehmen kann. Ja, Bündchen ist eben besonders dehnbar und speziell halt für die Ärmelbündchen, für Ausschnitt und so weiter geeignet. Jetzt schieben wir den ganzen Kram beiseite und kommen
zu noch einer Kategorie an dehnbaren Stoffen, nämlich Strick. Das hier ist ein Strickstoff, ist sehr dehnbar. Das hier ist auch einer. Nein, stimmt gar nicht, das ist kein Strick. Ja, das ist ein Jacquard-Strick. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber die sind beide dehnbar. Eignen sich prima für Bill Cosby-Pullis oder für die momentan so modernen Strickjacken, Cardigans, wo man sich so ein bisschen einkuscheln kann. Das hier sind jetzt alles eher dünnere Stricks. Es gibt auch noch richtig grob gestrickte, wo man dann ein Zopfmuster sieht. Die eignen sich auch hervorragend für so kastige Jacken, die jetzt so in sind. Gibt es ja ganz viele, die dann so ein bisschen auch einen rundlichen Schnitt haben und die haben dann richtig schönen Stand und sehen richtig gut aus einem dicken, festen Strick. Die hier sind so ein bisschen locker, fließend. Ja, gut für so normale Long-Cardigans, die man sich einkuscheln kann. Oder vielleicht für einen Schal. Oder ein Strickkleid natürlich. Bei den Stricks muss man allerdings beachten, die Kanten vor dem Nähen ein bisschen zu verstärken, damit die dann nicht so ausleiern und dann hängt die Schulter dann nicht mehr da, wo sie soll oder der Ärmel wird plötzlich viel länger. Dann einfach mit einem schmalen entweder Saumband oder ich bevorzuge Flieseline 609, die ist nämlich auch ein bisschen elastisch, einfach einen schmalen Streifen schneiden. Und vor dem Nähen eben auf die Kanten, besonders an der Schulter und wenn man den Ärmel einsetzt, aufzubügeln, das Ganze ein bisschen liegen zu lassen und dann erst zu nähen. Genau, das waren die dehnbaren Stoffe. Jeder für seinen Einsatzzweck und es macht viel Spaß, sie zu vernähen. Am meisten natürlich mit einer Overlock. Falls ich jetzt was vergessen habe zu sagen, bestimmt habe ich irgendwas vergessen, ihr könnt noch einen ausführlichen Artikel über dehnbare Stoffe und was man mit ihnen anstellen kann, dann im Blog nachlesen. Da trage ich dann auch alles ein, was mir jetzt vielleicht entfallen ist.